Okay, und der erste afrikanische Krieg hat begonnen. Südafrika gegen Mayotte. Ich muss jetzt zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was Mayotte genau ist. Du bist es nicht, du bist es nicht. Sollte die Flagge, ist das dann hier eine Inselnation? Come on, ah ja, diese Insel, na gut. Nicht wirklich auch ein sehr spannender Krieg, aber ja. Was soll es? So, Saudi-Arabien hat nun aufgegeben und ist nun alles israelisches Gebiet. Und interessanterweise hier, Ungarn hat in der sehr langen Friedenszeit, die sie bisher ja genossen haben, ein Riesenheer aufgebaut, für das, wie groß das Land ist. Und ja, erobert damit jetzt ganz gut Gebiet in Deutschland, kann man sagen. Ich meine, ich nehme hier natürlich trotzdem an, dass Deutschland das auf Dauer gewinnen wird. Aber trotzdem, also erstaunlich, was Ungarn hier vollbringt, muss man mal sagen. Wenn wir jetzt kurz vielleicht in die Ölproduktion reinschauen. Ja, Israel Nummer 4 in der Welt jetzt immerhin. Türkei, Deutschland, Vereinigte Staaten noch vor ihnen. Wenn wir vielleicht mal wieder kurz in die Wirtschaftszahlen einen Blick werfen wollen. Größte Bevölkerung weiterhin bei Pakistan, aber das sind sehr arme Leute. Vielleicht sogar die größte Wirtschaft der Welt hat Südkorea. Nein, das haben die USA, aber okay. Eine sehr große Wirtschaft auf jeden Fall auch Südkorea. Zweitgrößte Bevölkerung und sogar recht reich. Deutschland ähnlich große Bevölkerung, recht reich. Die Amis absolut überlegen, was das betrifft. Viel größere Wirtschaft als jeder andere. Und militärisch gesehen weiterhin Deutschland absolut am Dominieren. Amis Nummer 2, Südkorea Nummer 3, Pakistan Nummer 4. Weiterhin das. Die vier existierenden Großmächte. Und wenn Deutschland jetzt nicht bald irgendwas Spannendes hier unternehmen will, dann ja, wird wohl Ungarn hier die Welt übernehmen. Wisst ihr, was ich glaube, dass hier am Geschehen ist, nachdem hier Ungarn so viele Leopardpanzer hat? Ich glaube, dass Deutschland das Geld ausgeht, dass Deutschland seine Soldaten nicht mehr bezahlen kann und dass deutsche Soldaten gerade reihenweise sich Ungarn angeschlossen oder ergeben haben. Das wäre jetzt an dieser Stelle mal meine Theorie, was hier geschieht, weil wie hätte Ungarn sonst so viele Leopardpanzer? Es ist auf jeden Fall etwas, was in diesem Spiel passieren kann. Vielleicht hat auch Ungarn einfach nur diese Technologie irgendwann selbst entwickelt. Wir könnten ja sogar mal reinschauen bei eurer Technologie. Okay, das können wir nicht sehen, weil unsere eigene Technologie vermutlich zu schlecht ist, um das überhaupt sehen zu können. Aber trotzdem, also, wird Ungarn jetzt Deutschland übernehmen? Also möglich, ich sehe es inzwischen echt als Möglichkeit. Sehen, was sonst an Fronten so vorgeht derzeit. Pakistan, Malaysia. Und mein Handy piepst schon wieder. Entschuldigung. Oh, sorry für nerviges Gepiepse. Ja, wo waren wir? Wir waren dabei zuzusehen, wie Ungarn anscheinend Deutschland besiegt. Und ich kann mir an dieser Stelle das nicht mehr anders erklären, als dass deutsche Truppen einfach gegen Ungarn aufgeben, beziehungsweise sich Ungarn anschließen. Ich versuche die ganze Zeit, das irgendwo vielleicht mal auch zu sehen, dass genau das passiert. Also vielleicht doch anders als gedacht eine ganz andere Supermacht, die sich hier ergeben wird. Deutschland hier anscheinend auch nur mit Truppen vertreten, die nichts erobern können. Und ja, Ungarn hat Berlin auf jeden Fall schon mal genommen. Die neue deutsche Hauptstadt ist Moskau. Macht auch Sinn natürlich, Moskau als deutsche Hauptstadt. Naja. Aber gut, auf jeden Fall. Sehen wir mal hier. Produktionsmäßig sieht es eigentlich immer noch sehr gut aus für Deutschland. Nur sie haben einfach nicht gerade im Moment aktiv die Armee, mit der sie hier gewinnen können. Okay, das eröffnet natürlich wieder ganz neue Möglichkeiten. Wenn jetzt Ungarn hier Deutschland besiegt, dann könnte natürlich trotzdem wieder Pakistan oder Südkorea oder vielleicht sogar Ungarn selbst die dominierende Macht werden, gegen die wir uns irgendwann irgendwie stellen werden und wollen. Südafrika gegen Guinea. Südafrika erklärt langsam ein paar Kriege, aber nur gegen irgendwelche Inselnationen. Demnach, ja, passiert da auch nicht viel. Südkorea hat hier inzwischen so ziemlich alles erobert, was es zu erobern gibt in der Region.
Japan fehlt vielleicht noch als Kronjuwel. Juwel in der Krone, nicht Kronjuwel. So wie Indien für die Briten halt. Ihr wisst, was ich meine. So, können wir hier beobachten, wie sich deutsche Truppen ergeben? Ich meine eigentlich nicht. Wir können nur beobachten, wie sie alle vernichtet werden. Japan gegen Südkorea. Okay, spannend. Ja, aber es steht einfach nirgends mehr, die deutsche Armee, die jetzt Ungarn noch aufhalten wird. Wer hätte das voraussagen können, dass Ungarn die Nation sein wird, die Deutschland niederringt? Der japanisch-südkoreanische Konflikt. Ich meine, es ist auch eine entschiedene Sache, dass Südkorea hier gewinnen wird. Auch wenn Japan hier eine beeindruckende Invasionsflotte zusammenstellt. Vielleicht sollte ich nicht immer ganz so determiniert sprechen, als wäre alles schon vorher eigentlich entschieden. Denn wie wir gerade sehen, ja, es ist nicht alles schon vorher entschieden, wer gewinnt. Und trotzdem, dass jetzt hier wir es bisher nicht beobachten konnten, bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass Ungarn sehr viele deutsche Truppen einfach bekommen hat. Das klingt hier einfach, also die Truppen ist nicht unbedingt, aber ja, die ganzen Leoparden, wir haben sie vorher gesehen. Klingt sehr nach deutschen Panzern, die sich den Ungarn aus irgendwelchen Gründen angeschlossen haben. Südafrika gegen Swasiland. Swasiland müsste ein Land sein. Ja, das ist wahr, diese kleine Nation. Tja, wird es spannend. Kann Deutschland Ungarn besiegen oder nicht? Ich meine, sie haben zumindest mal nicht aufgegeben, nur weil Berlin gefallen ist. Wäre auch noch nicht schlau gewesen, weil sie haben noch nicht eindeutig verloren. Das heißt, sehen wir hier... Okay, ja, das ist wieder mal ein bisschen eine... KI-Brainfart, den wir hier sehen. Sie schicken ihre gesamte Invasionsflotte hier einfach zum Sterben in den Meat Grinder. Ja, es könnte sich das Blatt hier doch nochmal wenden. Für die Deutschen gegen die Ungarn. Wobei auch den Deutschen, glaube ich, einfach die offensiven Truppen inzwischen fehlen, um noch Land zu gewinnen. Was war das gerade? Deutschland gegen Irland? Okay. Schauen wir einfach mal in die Verluste vielleicht rein. So, Deutschland hat 3000 Einheiten schon verloren. Wie viele hat Ungarn denn getötet? Ja, Ungarn 600 Kills, 160 Verluste. Aber jetzt hier zum Beispiel gerade die Deutschen doch am Gewinnen gegen die Ungarn. Hier die Ungarn den Vormarsch schon gestoppt. Also sieht doch danach aus, als würde Deutschland das nochmal umdrehen können. Aber trotzdem, also Berlin ist gefallen, so gut wie die gesamte DDR gehört Ungarn, Polen gehört Ungarn, halb Österreich gehört Ungarn, Ungarn gehört Ungarn, halb Rumänien gehört Ungarn, das Baltikum haben sie zur Hälfte. Wirklich, wirklich erstaunlich, was hier inzwischen ein einzelnes Land gegen Deutschland ausrichten kann, weil Deutschland halt praktisch durchgehend seine offensiven Truppen zum Beispiel gegen Pakistan oder so verliert. Jetzt haben sie einfach nicht die große offensive Kapazität, während Ungarn das ganze Spiel bisher Truppen aufbauen konnte eben. Ja, Japan hat jetzt seine gesamte Armee verloren, sehr erfolgreich. Südkorea hat seine halbe Armee in Sibirien feststecken. Also das eine oder andere große KI-Problem gibt es dann vielleicht doch noch. Gut, ich meine, sobald wir jetzt wieder eindeutig sagen können, dass Deutschland eh gewinnen wird... Ich denke, es wird für euch schon langsam vielleicht auch etwas langweilig, ständig nur zuzusehen, wie die KI spielt. Und ihr wartet vielleicht auch schon drauf, dass ich mal was tue.
Also vielleicht sollte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ich gebe euch nicht mehr ein Update jedes Mal, wenn eine Kleinigkeit geschieht, sondern nur noch, wenn wirklich große Ereignisse sind, damit wir jetzt dann auch innerhalb von ein, zwei Folgen mal zu dem Punkt kommen, wo wir mal zu spielen beginnen. Aber im Moment ist es halt noch spannend, ob jetzt Deutschland gegen Ungarn sich durchsetzen kann oder nicht. Serb Republic ist gefallen, okay. Südafrikas Kriege sind weiterhin Kriege, die sie nicht wirklich führen können. Mir kommt vor, schön langsam frieren alle Fronten ein, einfach weil keine Nation mehr so wirklich große offensive Truppenmengen hat. Und jeder aber noch genug Defensivtruppen, damit eben alle Fronten einigermaßen gehalten werden können. Ja, wisst ihr, was ich an dieser Stelle jetzt mal... Ich treffe mal eine Entscheidung. Nämlich, ich werde jetzt einfach mal Pause machen, das Spiel aber weiterlaufen lassen für einige Stunden. Und wir schauen uns dann am Schluss einfach an, welches Land noch existiert und welches davon wir dann spielen werden. Damit jetzt nicht noch 10 Folgen sind, bis es hier mal eine Entscheidung gibt, welches Land eben wirklich die Nummer 1 groß macht wird, sozusagen. Also an dieser Stelle beende ich dann mal die Aufnahme und ich setze sie fort, sobald all das einer Nation gehört oder irgendwas anderes ganz, ganz Spannendes passiert. So wie eine amerikanische Landung in Europa oder irgendwas derartiges. Also ja, wir sehen uns dann gleich in einer vermutlich gänzlich anderen Welt wieder. Und ich kann es doch nicht lassen, alles zu kommentieren. Tut mir leid, ihr habt es sicher schon erwartet, dass hier die eine Weltmacht nur noch zu sehen ist, aber nein. So viel Zeit ist gar nicht vergangen. Nur kurz, Israel ist im Mittleren Osten dabei, eine Nation nach der anderen zu übernehmen und Deutschland setzt sich langsam doch gegen Ungarn durch, hat es das hier schon fast geschafft, Ungarn in der Mitte auseinanderzuschneiden und jetzt gerade haben sie es geschafft, jetzt ist es wieder rückgängig gemacht worden, aber auf jeden Fall, ihr seht, was ich meine. Deutschland gewinnt eindeutig gegen Ungarn und Israel ist eine Supermacht im Mittleren Osten geworden. Und Brasilien hat gerade Argentinien den Krieg erklärt, da schauen wir doch gleich, ah ja, und Ungarn hat aufgegeben diesen Moment. Aber ja, da schauen wir gleich mal rein, da gibt es auf jeden Fall einen Grenzfluss mit drei Brücken drüber. Also, ja, das dürfte aktiv werden, ich nehme an, dass Brasilien eher gewinnen wird. Um immer falsche Prognosen zu produzieren. Ja, und Deutschland hat es auf jeden Fall gegen Ungarn sich jetzt durchsetzen können. Aber ich meine, Berlin ist gefallen, ihre Hauptstadt ist jetzt Moskau. Also, die waren echt kurz davor, besiegt zu werden von Ungarn. Sprich, wenn jetzt irgendeine andere Nation, die bisher noch nicht gekämpft hat und nur Truppen gebaut hat, nochmal gegen Deutschland kämpft, das könnte durchaus kritisch werden für sie. Ja, wieder mal kurz die Situation, um wieder mal kurz die Situation zu schildern. Deutschland weiterhin an allen Fronten Stillstand, mehr oder weniger. Hier in der Türkei gibt es gerade eine Front, die etwas aktiver wird. Israel hat noch Ägypten und Oman erobert. Nigeria hat angefangen, sich hier in Afrika auszubreiten. Genauso Südafrika breitet sich weiterhin aus. Pakistan rückt sehr langsam, aber doch gegen Südkorea vor. Und ja, das waren eigentlich die wesentlichen Ereignisse. Hey, es ist wieder mal was sehr Spannendes passiert. Deutschland hat Israel den Krieg erklärt. Nun würde ich eigentlich sagen, Israel wird da sicher mal vorrücken, weil sie so eine riesen Offensivarmee haben, aber die steckt gerade in der libyschen Wüste fest. Und derzeit ist auch noch ein schmaler Streifen Türkei zwischen den beiden, sage ich mal.
Also wird auf jeden Fall spannend, wie sich das entwickelt. So, wieder mal kurzes Update. Die Situation mit Israel hat sich so entwickelt, dass Israel durch die deutschen Linien hier durchgebrochen ist. Und ja, wird spannend, ob das wieder so eine Situation wird wie mit Ungarn und sich Deutschland letztendlich doch durchsetzen kann. Oder ob das jetzt vielleicht wirklich die Macht ist, die Deutschland bezwingt. Was wir hier sehen, ist auf jeden Fall ein kleiner KI-Fail wieder mal. Nämlich Deutschland hat unendliche Mengen an Flugzeugen hier stationiert. Setzt die aber leider eben nicht an der Front ein, wo sie hingehören würden. Naja, auf jeden Fall, Südafrika hat inzwischen auch wirklich die südliche Hälfte Afrikas bis auf hier Namibia erobert und ist weiterhin fleißig dabei, mehr Länder zu sammeln. Hier in Westafrika ist Ghana eine Art Großmacht geworden. Pakistan hält sich weiter, die Frontlinie hier weiter so gut wie unbewegt. Ja, die Türkei ist langsam am zerfallen, kann man sagen. Und ja, Taiwan ist jetzt inzwischen auch relativ tief nach China einmarschiert, holt sich da langsam das Gebiet zurück. Das heißt, die ganze Machtsituation ist großartig dabei, sich zu verschieben. Im Moment immer noch Deutschland mit Abstand führend, aber Israel, wie wir sehen, auch sehr stark mit dabei. Die Amerikaner, ja, haben keine weiteren Eroberungen mehr gemacht, müssen sie natürlich auch nicht, weil sie sind ja sowieso eine Supermacht. Also ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wer hier am Schluss den Thron der Welt besteigt und alle anderen bezwingen kann. Dinge passieren gerade. Nämlich, einerseits Deutschland hat entschieden, seine gesamte Luftwaffe mal hier über Dänemark kreisen zu lassen, weil, ja, sicher schöne Aussicht von da oben. Kann man nichts gegen sagen. Auf der anderen Seite haben sie entschieden, all ihre Defensiveinheiten gegen Israel zu werfen und sind halt alles Defensiveinheiten. Also man sieht, da war es, glaube ich, eine einzige Einheit dabei, die auch Ge Gebiet besetzen kann. Alles andere eben nur defensive Leute. Ja, hier, ich war gerade verwirrt. Okay, das ist einmal Norwegen und einmal Israel. Die haben nur wieder mal dieselbe Farbe. Haben wir das Problem wieder mal? Naja. Ja, also wird auf jeden Fall spannend, ob jetzt Deutschland, nachdem sie doch so massiv ihre Defensiveinheiten jetzt da entgegenschmeißen und gerade nochmal demonstriert haben, wie viele Flugzeuge sie haben, ob sie den israelischen Vormarsch nicht doch noch aufhalten können. Wir werden sehen. So, interessante Ereignisse. Israel hat Pakistan den Krieg erklärt, damit sich eine weitere Front eröffnet. Und ich glaube, Israel ist auch im Konflikt mit Südafrika. Nein, das sieht hier nur so aus, als würden die gegeneinander laufen, aber die haben wohl nur einfach zufällig an derselben Stelle ganz viele Einheiten, die in der Wüste feststecken. Können wir uns hier kurz wieder mit Supply ansehen? Ja, so ist's. Ja, also wenn Deutschland noch vorhat, irgendwas gegen Israel zu unternehmen, sollten sie es wohl lieber bald tun, weil recht lange wird es sie wohl nicht mehr geben. Produktionsmäßig führt Israel inzwischen mit einem deutlichen Abstand vor Deutschland, dahinter Vereinigte Staaten, Südkorea, Südafrika und dann erst Pakistan. Also ich würde sagen, im Moment haben wir sechs Großmächte, wobei eine davon eindeutig am Fallen ist und Südkorea könnte man vielleicht auch sagen, ist am Fallen, also vier wirkliche Großmächte, die mehr oder weniger eine Chance haben. Was heißt eine Chance haben? Die vermutlich auch noch lange Großmächte bleiben werden. Formulieren wir es mal so. Brasilien mittlerweile in Südamerika, glaube ich, noch ein, zwei Nationen übernommen. Ja, Taiwan rückt weiter, sehr langsam, aber doch durch China vor. Japan hat es weiterhin nicht geschafft, jemals hier was zu erobern, aber schickt weiterhin sehr gerne seine Einheiten in den Selbstmordtod. Naja. Ghana, okay. Ja, also ich glaube, diesmal ist Deutschland wirklich dran. Auch mit der Riesenluftwaffe, die sie vermutlich immer noch haben, sehe ich nicht, wie sie Israel noch aufhalten wollen. Ja, ich glaube, man kann sagen, die Welt wird hier immer verrückter. Israel hat sich jetzt selber irgendwie genügend Fronten geschaffen, damit auch sie nicht mehr wirklich die offensiven Kapazitäten haben, um noch irgendeine dieser Fronten zu gewinnen. Natürlich könnte Deutschland jeden Tag aufgeben, einfach weil sie sehen, dass sie mehr oder weniger verloren haben. Ja, dasselbe gilt für Pakistan, dasselbe gilt für Südkorea, dasselbe gilt für Taiwan, auch wenn die immer noch extrem langsam sich durch China durcharbeiten. Das heißt, von allen Ländern, die jetzt gerade im Krieg sind, ist das einzige Land, das eigentlich noch wirklich Offensiven durchführen kann, im Moment Südafrika. Weil, ja, ich meine, Brasilien macht hier sein eigenes Ding, die
die USA machen gar nichts. Also von allen Ländern, die in Eurasafrika, also im Supercluster-Kontinent hier, sich befinden, ist Südafrika gerade das einzige, das effektiv Offensiven durchführt. Eine Sache, die mir jetzt durch die sehr ähnlichen Farben hier gar nicht aufgefallen ist, Norwegen rückt vor gegen Israel und hat St. Petersburg erobert, steht hier in Zentralrussland, bald in der Ukraine, also hier schon in Weißrussland eigentlich, auch gar nicht mehr so weit weg von Moskau. Und die Gelegenheit hat Deutschland jetzt ergriffen und ist hier im Moment dabei, wieder ein bisschen Land zurückzugewinnen, nachdem jetzt Israel einerseits hier gegen Libyen, andererseits gegen Pakistan und noch gegen Norwegen kämpft und seine eigenen offensiven Truppen im Prinzip alle verloren hat. Demnach jetzt Deutschland eben wieder langsam dabei, vielleicht ins Spiel zurückzukommen und doch weiter teilzunehmen. Berlin befindet sich inzwischen wieder in deutscher Hand. Südafrika ist inzwischen jetzt auch im Krieg mit Israel, auch wenn an der Front nicht wirklich viel am Passieren ist, weil da auch einfach zu wenig Supply wieder mal ist. Ja, also Deutschland doch nicht besiegt. Israel war so kurz davor und Israel hätte das Spiel im Prinzip gewonnen gehabt, sage ich mal an dieser Stelle, wenn sie Deutschland besiegt hätten. War wirklich kurz davor, aber hat dann einfach, so wie so viele andere auch, zu viele Kriege erklärt. Mit Norwegen, Pakistan, Südafrika, Libyen, einfach zu viele Fronten auf einmal, die halt kein Land so wirklich managen kann. Also im Prinzip, wir sind jetzt an einem Punkt vom Spiel angekommen, ich nenne es jetzt einfach mal das Late Game von Supreme Ruler, wo jedes Land so viele Einheiten schon gebaut hat, weil das Spiel schon so lange läuft, dass jedes Land anfänglich mal eine gute, starke Offensive führen kann, die wirklich viel Gebiet übernimmt, so wie wir das mit Ungarn gesehen haben oder eben jetzt mit Israel. Dass aber kein Land so stark ist, dass es wirklich alle Feinde auf einmal bezwingen kann. Demnach, wird es wohl weitergehen damit, dass wir, werden wir wohl weiterhin viele Großmächte haben, statt einem einzigen Land, das wirklich absolut dominiert. Inzwischen ist es auch nicht mehr Israel, sondern Norwegen, das sich hier mit Deutschland um die Kontrolle Osteuropas schlägt. Ist immer ein bisschen schwer zu sehen, vielleicht können wir das kurz ein bisschen verdeutlichen. Dieses Gebiet gehört Norwegen, dieses Gebiet und diese ganzen kleinen Fleckchen hier gehören Israel. Deutschland sieht man etwas eindeutiger. Deutschland, wie man auch sieht, hier hinten überall noch große Gebiete, die ihnen gehören. Aber halt nichts, was wirklich Einfluss hätte. Die sonstigen Fronten alle relativ unverändert. Taiwan weiterhin langsam dabei, China zu übernehmen. Also bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Wo ich vorher gerade dabei war, mich zu beschweren, dass niemand mehr offensive Kapazitäten hat. Schaut euch mal diese Ami-Offensive an. Die haben hier gerade Guatemala den Krieg erklärt. Schaut euch einfach mal an, was die Amis noch haben. Also, spannend. Wir haben eindeutig also zwar, die Amis haben zwar nicht die meiste Produktionskapazität, sondern nur die zweitmeiste. Aber sie sind, würde ich sagen, an dieser Stelle trotzdem die stärkste Nation gerade, weil sowas kann halt in diesem Spiel, in diesem Moment niemand anderer auf die Beine stellen. Japan hat es jetzt geschafft, erfolgreich in Südkorea zu landen und steht ein paar Provinzen vor Seoul, wie auch immer. Südafrika hat jetzt im Prinzip mit einigen winzigen Ausnahmen alles in Afrika übernommen, außer diesem ägyptisch-libysch-sudanesischen Teil, den hier noch Israel hält. Das heißt, Israel wird auch von hier vermutlich bald unter noch mehr Druck kommen. Deutschland hat weiter die Norweger und Israelis zurückgedrückt, auch wenn da noch einzelne Pockets sind, die noch einer dieser beiden Nationen gehören. In Südamerika, Brasilien ist weiter am Vorrücken, wobei inzwischen der Widerstand von Ecuador und Venezuela zunimmt. Die USA haben Kuba übernommen. Das waren so die Ereignisse der letzten Zeit. Was haben wir hier noch? Indonesien landet hier gerade im... Südkorea hat aufgegeben. Südkorea hat aufgegeben. Wie verändert das die Machtbalance? Wir haben Japan als neue Großmacht, kann man sagen. Das jetzt einfach Südkorea abgelöst hat, mehr oder weniger. Taiwan weiterhin, so an der Schwelle zur Großmacht ebenfalls. Oder wenn man will, könnte man sie wohl als Großmacht schon bezeichnen. Also auf jeden Fall,
Es bleibt weiter spannend, es bleibt weiter interessant und vor allem es bleibt weiter unentschieden. Ja, ich könnte noch immer jetzt, ich war mir am Anfang schon mal recht sicher, dass Deutschland gewinnen würde. Zwischendurch war ich mir schon zweimal recht sicher, dass Deutschland verlieren würde. Und jetzt bin ich einfach wieder an den Punkt angelangt, wo ich keine Ahnung habe, was passieren wird. Und das fasziniert mich jetzt gerade sehr an dem Spiel. Also ich habe in dieser bisherigen Runde, die für euch, glaube ich, jetzt so 8 Folgen lang sein müsste, keine Ahnung, auf jeden Fall für mich jetzt über 10 Stunden schon dauert. Das Spiel ist einfach wirklich nicht das schnellste. Also seit über 10 Stunden läuft das Spiel. Ja, ich habe auf jeden Fall in dieser Runde das Spiel noch mehr zu schätzen gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn auch wenn sie einige Probleme immer wieder gezeigt hat, die das Spiel schon immer hatte, zeigt es auch, dass es wirklich spannend bleiben kann über einen langen Zeitraum. Und ja, ich denke mir, unsere zukünftigen Supreme Ruler Runden sollten wir wohl öfters so spielen, dass wir nicht einfach eine Rush-Taktik anwenden und am Anfang ganz viel Landproduktion bauen und dann einfach ein Land nach dem anderen überrennen, so wie wir das in fast jedem bisherigen Supreme Ruler Let's Play getan haben und so wie wir auch ja schon als Nordvietnam zum Beispiel die Welt schon mal übernommen haben, sondern dass wir eher uns andere Ziele setzen, dass wir zum Beispiel sagen, ja, wir spielen dieses Land, aber die ersten 5 Jahre lang oder die ersten 3 Jahre oder was auch immer, erobern wir nichts, sondern bauen nur mal auf und dann erst fangen wir an, sobald andere Nationen auch groß und mächtig geworden sind. Was haben wir hier gerade? Die USA übernehmen hier gerade wieder ein kleines Land mit 100-mal mehr Truppen, als dafür nötig wären. Taiwan gegen Malaysia, okay. Ja, und was ich mir jetzt noch gedacht habe, nachdem wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist in der Zwischenzeit, schauen wir doch mal wieder in die Verluste und Kills rein. Wir sehen hier, die meisten Kills hat Deutschland mit über 15.000. Danach Pakistan, Südkorea, Israel, Südafrika, Taiwan, das inzwischen nicht mehr existierende China. Das hätte ich vielleicht bei Südkorea auch dazu sagen können, egal. Japan und Russland, all diese über 2.000 zumindest. Von den Verlusten her, sortieren wir es nochmal kurz danach. Okay, da ändert sich nicht viel. Deutschland 11.000 Verluste, damit ebenfalls die meisten. Südkorea ebenfalls auf Platz 2 mit 5.900. Ebenfalls China auf Platz 3, wobei, nein, okay, es verändert sich schon einiges, sorry. So, egal, auf jeden Fall Pakistan 4, Israel, Indien, Russland und so weiter. Von den wirklichen Soldaten, die gefallen sind, waren es bei Deutschland inzwischen über 7 Millionen und bei Südkorea 2 Millionen und ja, einige andere noch über 2 Millionen. Am meisten Land erobert hat Südafrika, danach Pakistan, Vereinigte Staaten, Deutschland. Die größte Armee im Moment haben die Vereinigten Staaten, danach Deutschland, Pakistan, Südafrika und die größte Produktion gehört weiterhin Deutschland, danach Vereinigte Staaten, Südafrika. Was ich jetzt an dieser Statistik interessant finde, ist vor allem mal, wie gewaltig die Zahlen eben inzwischen geworden sind. Also 7 Millionen militärische Verluste ist sicherlich weniger, als all diese riesigen Kriege in Realität verursachen würden, aber ist für Supreme Ruler-Verhältnisse schon eine Riesenmenge. Also ich glaube, in unserer gesamten Nordvietnam-Welteroberung gab es keine so großen Verluste, wie wir hier jetzt schon bisher gesehen haben. Und was man auch dazu rechnen muss, ist 7 Millionen militärische Tote, das heißt nochmal viel mehr zivile Tote. Und so umkämpfte Städte wie zum Beispiel Moskau haben ja auch erhebliche Schäden dadurch getragen. Das heißt, insgesamt spielt eigentlich alles den USA weiterhin in die Hände, denn die haben keine Landschlachten in ihrem Gebiet und demnach ihre Gebäude sind undamaged. Können wir hier mal vielleicht einfach kurz irgendwo, irgendwie random, so, alle Gebäude hier, allen Gebäuden geht super. Das heißt, ihre Produktion steigt noch im Verhältnis zum Rest der Welt. Also ja, vielleicht werden wir nicht die USA am Schluss übernehmen, um zu besiegen, wer auch immer in Europa oder so übrig bleibt, sondern wir werden umgekehrt in Europa jemanden übernehmen, um die USA zu besiegen. Oder wie auch immer. Aber an dieser Stelle, nach dem, was jetzt alles schon passiert ist, traue ich mir einfach keine Vorhersagen mehr zu machen, wer sich hier durchsetzen wird. Kann man im Moment, glaube ich, auch einfach nicht. Sondern würde einfach sagen, wir warten ab und sehen, wer sich durchsetzen wird.